Guck mal, was ist das? Was ist das? Ticketglas, nee, ein Tipp. Hä? Ernsthaft. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir Escape First Teil 2. Ich bin mal gespannt, was der zweite Teil so zu bieten hat. Das letzte Mal war ja schon recht interessant. Ob wir das diesmal auch so absolvieren, wie ich mir das vorstelle? Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Shinichi ist natürlich auch wieder dabei. Lange Rede, kurzer Sinn. Let's do this. Dies ist Escape First Teil 2. Und wir haben drei Räume zur Auswahl. Die Steuerung müsste eigentlich genau dieselbe sein, wie sonst auch immer. Okay, und wir nehmen eure Hoheit. Psycho Circus. Okay, willst du es vorlesen? Okay. Du hast es geschafft, aus der Unterkunft des Clowns zu entkommen. Aber du bist noch nicht frei. Hast du gedacht, es wäre so einfach zu entkommen? Die Show muss weitergehen und du bist das Ausstellungsstück. Denke und handle schnell, um aus dem Zirkus zu entkommen. Wir wissen alle, dass Clowns es nicht mögen, wenn andere ihre Sachen anfassen. Ja. Aber ich denke, let's do this. Let's go. Echo Circus. Oh, wow, wow, okay. Oh nee, oh nein, das ist auch noch so Gruselmusik. Nice. Genau mein Geschmack. Nicht ja, meine. Und du bist jetzt wieder auf meinem Niveau runtergekommen. Das ist schon mal gut. Ja. Wir haben diesmal eine Taschenlampe. Und diesmal versagen wir nicht. Und damit meine ich eigentlich mich. Oh, hier kann man einen Code eingeben. Okay. Und hier habe ich schon mal so ein Schild, auf dem Hank draufsteht. Ah, das ist so ein Ticket. Ein Ticket für Hank. S5R3. Haben wir so eine Tasche oder so? Oder ich lasse es einfach mal hier liegen. Also nicht wegnehmen. Das sieht auch nach einem Code aus. The Mad Clown, buy tickets now, Friday. Guck mal, da sind so Hüte, ne? Und da sind Symbole drauf. Mal gucken, ob wir die vielleicht auf den Plakaten irgendwo finden. Hütchen, Symbole? Ja, da ganz hinten. Hier. Und da ist auch was, wo man einen Code eingeben kann. Okay, es ist also wieder an der Zeit, logisch zu denken. Ich weiß es. Das hat was mit den Hüten zu tun. Guck mal, das sind 5-5. Das heißt, also, das erste Reihe, ist. Erster Hut. Zweite Reihe, erster Hut. Muss ich das. Ich weiß nicht, was man damit machen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob. Komm mal. Vielleicht ist es später wichtig. Weil, wie wir jetzt ja die Erfahrung gemacht haben. Müssen die Rätsel ja nicht im gleichen Raum angewendet werden. Das heißt, ich denke mal, das ist erst im nächsten Raum relevant. Gucken wir uns mal die Plakate genauer an. Get a chance to meet the man who is behind the mad clown. Nee, danke, möchte ich nicht. Freak Show. Aber guck mal, also 2. Februar 1939. Ja, hier ist ein anderes. 1935. Ja, ich denke auch, dass in das Jahr auch ein Bestandteil eines Codes sein könnte. Also würde sich ergeben bei 4 Ziffern. Wir haben 3 verschiedene Jahre. You need to know about you and your destiny. Oh Gott, es fängt ja echt gut an. Warte. Yeah. Chinichi, das ist umkreist. Oh, ja. 1939. Ich würde es mal hier mal versuchen gleich. Aber das sind zu viele Zahlen. Nein, das ist deswegen ist es ja umkreist. Das ist das einzigste Jahr, das umkreist ist. Willst du 1939 probieren? Ja. Okay. 19,
39. Aber guck mal, da können wir noch mehr Zahlen machen, oder? Probier mal. Kann man da noch mehr Zahlen machen? Ah, ja, ja, du hast guck recht. Guck mal, dann kannst du 11. Nee, aber es sind doch nur 2 Zahlen zusätzlich. Und 11 hat ja schon 2. Okay, dann ist es das nicht. Aber vielleicht 11. Everything you need to know about you and your destiny. 11? 19. Ja, 11, 19, 39 ist es. Tür ist auf. Ja? Gut. Da haben wir das, da haben wir das Rätsel mit dem Tür und das musst du hinten an der Tür da eingeben. Okay. Zweite Reihe, das erste. Zweite Reihe, das erste ist ein C. Jupp, warte. Haben wir eigentlich eine Uhr? Nee, ich glaube nicht. So, dann gibst du mir erste Reihe, das dritte. L. Ja. Es gibt bestimmt Clown. Daneben dran? Clown. War klar. War mir so klar. Ist offen. Hast du das Ticket? Ah ja, das Ticket hast du noch. Die Tickets? Nee, wir haben jetzt... Ja, du hast es aber weggenommen. Ich hab's doch gesehen. Ich hab dich im Auge. Die Tickets mache ich hier in die Box rein. Ja. Ich will nicht als erstes gehen. Ja, ja, ich gehe schon. Sorry, nee. Ich laufe einfach so langsam. Ist ja wie bei Alex. Furchtbar. Ja, bei Alex kannst du dich doch auch porten. Oh je. Ja, Tickets. Schon. Ticket. Ja, jetzt müssen wir Ticket hier vielleicht. Solange wir nicht wissen, was wir mit den Tickets machen, sammle ich erstmal alle. Oh, okay. Name, Sitz. Hier, kommt, aber okay, dann nehme ich. Ticket? Okay, ich habe drei Tickets vor mir. Nimm mal mit. Ja, ich lese die einfach vor. Wen suchst du? Harold, Hank oder Edith? Weil alle drei stehen hier drauf. Okay, Harold hat S5R4. Ja, warte mal, komm mal her am besten. So. So, umblättern kann man nicht. Nee. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter, weil man kann hier weitergehen. Okay. Oh Gott. Oh, ich sehe schon. Oh, wie furchtbar schrecklich. Oh. Hey, du bist hinter der Wand? Okay. Warum bist du hinter der Wand? Und tatsächlich. Keine Ahnung. Ach so. Es geht. Ich sehe den anderen Raum. Welchen? Da sind Puppen. Ich hasse wo, Puppen. Wo ist dein anderer Raum? Ja, hier der, in dem wir zuerst waren. Da kann ich reingucken, wenn ich durch die Wand schaue. Du auch? Ich sehe keine Puppen. Ja doch, hier, guck doch mal geradeaus. Da. Wo? Ja, hier, da wo es normalerweise lang geht, wo der... Ach so, da, und ich suche die ganze Zeit da. Oh man, I hate it. Mag keine Puppen. Mensch, Edith. Oh, hier ist ein Brief. She made it. Okay. Ich musste erfahren, wer noch von diesem Massaker wusste. Also sah ich mich um. Dies gilt aus meiner Sicht 2 Reihen hinter mir auf dem gleichen Platz wie meinem sitzt ein Mann mit einem Hut und einem falschen Bart. 2 Plätze links von ihm saß eine Frau, die ich aus meiner eigenen Show kenne. Auf dem gleichen Platz wie sie, aber in der ersten Reihe sitzt der Regisseur. Und daneben zu seiner Linken seine Frau. Ja, geil, danke. Und jetzt hat es bestimmt was mit den Tickets zu tun, Alter. Diese Puppen. Hast du die Tickets weggenommen? Nein. Wo ist Hank? Ich habe kein Ticket weggenommen. Ich habe das hingelegt, ein drittes. Da liegen doch alle drei. Nee, das dritte ist weg. Das habe ich dazu gemacht. Und da, guck doch. Ach so. Hä? Ja, das ist zurückgeportet. Okay, jetzt müssen wir rausfinden, wo die Leute saßen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Steht am Ende irgendwie eine Frage? Nee, gar nichts. So, also, Harold. 5. Platz, 4. Reihe. Harold, ich nehme den mal. Ja. Guck mal, hier habe ich... 5. Platz, 4. Reihe. Genau, hol mal alle. Hier ist zum Beispiel eine Karte, wie die aufgebaut sind, die Plätze. Okay. Dann legst du die Tickets auf die Plätze, okay? Leg dir die Tickets hier hin. Okay. Und dann gucken wir, wer die Frau ist und wer auf diesem Zettel was das damit auf sich hat. Oh, hier ist noch ein Ticket, was durch den Boden geglitscht ist. Hol's mal.
Und da auf dem Stuhl ist auch eins. Victor, okay. Ey, und das wollen wir in einer Stunde schaffen! Wie denn? Ah, wir müssen alle Tickets finden. Und eins, das übrig bleibt, ist dann wahrscheinlich die Frau. Oder wenn man halt jeden Sitz den Namen zuordnen kann. Ich verstehe. Okay, das hier hat auch was zu bedeuten. Oh, das erinnert mich an etwas. Ja. Du kleines Drecksarschloch, du. Beim letzten Mal bin ich nicht dazu gekommen, das zu machen. Stell dich mal hin. Guck mal, da hängen die Seile mit Knoten drin. Ne? Siehst du die? Das hat bestimmt auch was zu bedeuten, dass wir uns das aber mal merken. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 2. 3, 5, 2, 5. 3, 5, 2, 5. 3, 5, 2, 5. Sonst haben wir ja nirgends irgendwas mit Zahlen einzugeben. Nee, okay. Ich würde die jetzt einfach mal so anordnen, wie die auf den Plätzen verteilt ist. Ja. Das heißt, unten ist 1. Ja, okay. Unten ist 1. Okay. Lest mir ganz langsam vor. Ich musste erfahren, wer noch von diesem Massaker wusste. Also sah ich mich um. Dies galt aus meiner Sicht. Zwei Reihen hinter mir, auf dem gleichen Platz wie meinem, sitzt ein Mann mit einem Hut und einem falschen Bart. Stopp. Ja. Zwei Reihen hinter mir. Also kann es nur die erste oder zweite Reihe sein. Okay. Wer sitzt, also wir, ich sag warum? Achso, nur die erste, zweite, ja genau. Zwei Reihen hinter mir. Es könnte Victor sein. Victor, zwei Reihen hinter ihm ist Nikolas. Okay. Weiter? Nein, pass mal auf. Stell uns mal vor, wir haben den Brief geschrieben, ja? Ja. Wo wir dann sitzen würden. Das hat bestimmt was damit zu tun. Ja, okay, deswegen denke ich mal, wenn er sagt, zwei Reihen hinter ihm, weil das ist der einzige, zwei Reihen hinter ihm. Auf dem gleichen Platz? Ja, genau. Okay. So, dann geht's weiter. Zwei Plätze links von ihm sitzt eine Frau, die ich aus meiner eigenen Show kenne. Zwei Reihen links von ihm? Nein. Zwei Plätze links. Von ihm? Von ihm, ja. Ach, steht da ihm oder von mir? Von ihm. Von ihm, zwei also, von ihm. Okay, dann kann es Becky sein. 1, 2. Nee, macht auch keinen Sinn. Zwei Plätze hinter mir. Nein, zwei Plätze hinter mir. Ich könnte auch hier sitzen. 1, 2. Du gib mir das und du machst das, weil du hast es so komisch angeordnet. Ich weiß gar nicht, was ich soll. Okay. Sitzt zwei von rechts oder von links? Guck mal bitte auf dem Ding. Nein, nicht da. Ach so. Auf dem Schild da. Nein, da auch nicht. Da, ja. Was soll ich jetzt hier gucken? So, sag mir, wo der Sitz 2 ist. Ist der Sitz, der zweite Sitz von rechts oder von links? Die Nummer 2. Wenn ich auf die Stage gucke. Ich guck selbst. 2? So. Also von rechts. So. Das ist so. Der sitzt auf dem zweiten Platz. So. Okay, so. Jetzt kannst du es mir nochmal vorlesen, weil jetzt habe ich es richtig angeordnet. Weil jetzt, wenn ich so zur Stage gucke, ist es richtig angeordnet. So. Also, es gilt aus meiner Sicht, zwei Reihen hinter mir, auf dem gleichen Platz wie meinem, sitzt ein Mann mit einem Hut. Und einem falschen Bart, ja, genau. Ja. Also, zwei Reihen hinter mir, gleicher Platz. 1, 2... Drei Reihen hinter mir. Das ist Jacob. Der sitzt, angenommen, er sitzt zweite Reihe auf dem vierten Platz. Angenommen, merkt ihr das mal? Zweite Reihe, vierter Platz. So, Jacob. Nee, und dann, ja, mach mal weiter. Zwei Plätze links von ihm sitzt eine Frau. Okay, das kann schon wieder nicht sein. Nicholas. Ja, mach mal weiter. Mit dem zwei Plätze links weiter? Ja, lies mal weiter. Auf dem gleichen Platz wie sie, aber in der ersten Reihe, sitzt der Regisseur. Mhm. Und zu seiner Linken eine Frau, seine Frau. Zu seiner Linken seine Frau. Okay, das sind alles irgendwie die Plätze, die nicht vergeben sind. Weil es gibt nur zwei Frauennamen, ja?
Und die können aber keine, die haben keine zwei Plätze links neben einem frei. Hm. Weil die Olivia sitzt ganz außen vorne auf dem ersten Platz. Und die Edith, die sitzt in der vierten Reihe auf dem zweiten Platz. Deswegen kann zwei Plätze links neben dem Mann keine von denen sitzen, die ein Ticket gekauft haben. Das muss eine andere Person gewesen sein. Du weißt, dass du einen Fehler drin hast in deiner Reihe, gell? Warum? Weil du Becky auf Reihe 1 gelegt hast, obwohl sie Reihe 2 ist. Echt? Ja. Tatsache. Okay, vielleicht geht's jetzt. Weil dann könnte zwei Reihen... Oh, nee, das passt auch nicht. Reihe 2, zwei Plätze nehmen. Weil angenommen, ich bin jetzt der Dude und sag, okay, zwei Reihen hinter mir sitzt ein Mann, aber zwei Plätze links von ihm geht dann wieder nicht, weil dann wäre es hier in der dritten Reihe und nicht in der zweiten. Und zwei Plätze links geht nicht. Sitzt zwei. Ja, ich glaube, so weit bin ich ja auch gekommen. Ich glaube, ich weiß, wie es dann weitergeht. Wenn wir dann wissen, wo die sitzen, deswegen sind ja auch die Pfeile drauf. Ja, müssen wir auch irgendwas mit der Puppe, weil da sind ja auch Pfeile im Hintergrund, you know? Oh Mann. Ja, genau. Und die mittlere Puppe ist die gruseligste. Die Becky... Warte mal. Geh nochmal zurück, bitte. Ja? Und ich sag dir mal die Reihe und den Sitz und du kontrollierst, ob das stimmt mit den Tickets. Okay. Also Harold. Ja. Reihe 4, Platz 5. Nein. Ach so, doch, ja. Okay. Victor, Reihe 1, Platz 2. Ja. Und Gilbert, Reihe 2, Platz 1. Ja. Stimmen alle. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, irgendwie nicht so. Olivia, Gilbert, Nicholas, Jacob, Becky, Hank. Wir haben doch alle Reihen richtig. Oder wir haben halt echt einen Denkfehler drin. Guck mal, das D sieht super crazy aus. Das hat auch was zu bedeuten. 20 Minuten noch. Das D von Dolly. Das sieht anders aus, das ist komisch. Ja. Weil es ein P war. Ja, Polly. Ja. Okay. Okay, also es kann nur... Der Regisseur kann nur Victor sein und seine Frau muss Olivia sein, weil das sind die einzigen, die auf der ersten Reihe sitzen, wie es da drin steht. Das steht ja aber links neben ihm sitzt seine Frau, nicht rechts neben ihm. Oh Mann, aber dann kann es doch gar nicht sein. Ja, ach echt? Das ist so komisch. Ich rauf das nicht. Entweder haben wir einen richtig krassen Denkfehler. Und was, wenn wir das so machen? Warte mal, wenn wir jetzt rückwärts denken. Und auf dem gleichen Sitz wie sie, aber den ersten Sitz der Regisseur auf dem Platz, das müsste Edith sein. Wenn wir jetzt rückwärts links sitzt eine Frau. Das heißt rechts mit dem falschen Bart ist Jacob. Jacob. Ich glaube, ich hab's. Ja? Wir müssen herausfinden, wer die Person ist. Die Person, die da den Brief schreibt, ist gar nicht dabei. Die hat kein Ticket. Ja. Ach so, dann. Oh Mann, das kann doch nicht sein, dass wir eine Stunde für dieses Kackrätsel brauchen. Ne? Aber echt, ey. Ach. Oh, da wird die Nase voll, ey. Soll man ein anderes nehmen? Nee, nehmen kein anderes. Okay. Bist jetzt angry? Nee. Ich wusste es! Ich wusste es! Guck's dir an! Oh Gott, warte. Oh Mann, ich fühle mich gerade voll erschreckt. Ich dachte so, ey, wenn das funktioniert und wenn ich etwas finde, dann raste ich aus. Achtung, ich komme.
Hey, wo hast du denn jetzt die Scheibe zerdeppert? Komm mal her, ich bin... Achso, du weißt gar nicht, wo ich bin. Komm zurück, komm zurück. Oh Mann, ey. Ich dachte gerade, du lässt die Puppen frei. Alter, man könnte jetzt richtig einen Cliffhanger draus machen. Ich glaube, das mache ich. Ich habe erst echt gedacht, war denn noch das nicht kommen? Das Ticketglas zerschlagen, ne? Richtig. Guck mal, was ist das? Was ist das? Ticketglas, ne, ein Tipp. Hä? Ernsthaft? Was steht drauf? Sag es nicht, sag es nicht! Das werden wir bei der nächsten Folge sehen. Maxwell. Du sollst doch nicht sagen. Entschuldigung. Oh Mann! Enttäuschend, gell, Odin. Ich würde mich auch am liebsten hinlegen. Tja, so ist das nun mal, wenn man sich bei einem Rätsel hängt und glaubt, man kommt irgendwann mal zu dem richtigen Weg. Ah, Mann, und am Ende war es doch dieses Glas. Ich wusste, irgendwas ist in diesem Glas und ich musste es einfach nur zerdeppern. Wir haben wirklich eine Stunde ungefähr gebraucht, um auf diese Erkenntnis zu kommen. Unsere Nerven sind blank. Und ich bin gespannt, ob wir, wenn wir morgen dann den zweiten Teil machen von diesem fiesen Rätsel, ob wir dann weiterkommen und diesen scheiß Clown finden und diese unmäßige Anzahl von Puppen. Ich hasse Puppen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dennoch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Mein Name ist Andrew Fox. In diesem Sinne, ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.